Auch von mir noch einmal herzlichen Dank an Sie, Herr Dr. Dix, für Ihre Zeit. Dann kommen wir auch schon zum zweiten Vortrag an diesem Abend. Hierzu begrüße ich Ulrike Fröhling, die seit 8 Jahren ehrenamtlich bei Transparency International Deutschland tätig ist. Sie ist Leiterin der Arbeitsgruppe Transparenz in den Medien sowie der Regionalgruppe Hamburg-Schleswig-Holstein. Frau Fröhling kann auf 40 Berufsjahre in der Medienbranche, zuletzt als Verlagsgeschäftsführerin, zurückblicken und kennt die Herausforderungen und Gefährdungen für den Journalismus daher nur zu gut. Wir freuen uns, dass Sie heute hier sind und sind gespannt, was Sie uns zum Schutz der Pressefreiheit erzählen werden. Hiermit würde ich das Wort dann auch schon an Sie, Frau Fröhling, übergeben. Und Ihnen, liebe TeilnehmerInnen, viel Spaß beim Vortrag Freie Presse als Watchdog der Demokratie. Ja, vielen Dank, Frau Sander, dass ich hier heute als Mitglied von Transparency an einem Teil dieser spannenden Ringvorlesung teilnehmen darf. Ich möchte noch mal ganz kurz eingehen auf das, was Herr Professor Dix gesagt hat. Wir hier in Hamburg haben übrigens das allererste und umfassendste Transparenzgesetz eingeführt, auf unseren Druck auch. Also das, was eben gesagt wurde, dass auch die NGOs Watchdog der Demokratie sind, das ist in diesem Fall genau richtig gewesen. So, heute komme ich aber von der umgekehrten Sicht. Ich will mal fragen, was bedeutet eigentlich die Pressefreiheit für die Informationsfreiheit? Kann ich jetzt selbst schalten? Ja, ne? Ja. So. Unser Grundsatz ist, Informationsfreiheit ist nur möglich mit freien und unabhängigen Informationsquellen auch. Die Medien, das wissen Sie sicherlich, sind im Artikel 5 grundgesetzlich geschützt. Die Freiheit der Medien, die Freiheit der Meinungsäußerung ist geschützt. Aber sie wird natürlich immer wieder in Frage gestellt und über einige Gefährdungen der Pressefreiheit und damit auch natürlich auch der Informationsfreiheit möchte ich heute mit Ihnen sprechen. Das erste Thema ist, wodurch wird die Medienfreiheit gefährdet? Da gehe ich ein auf mehrere Aspekte, auf eine Untersuchung Korruptionswahrnehmung im Journalismus, die ökonomischen Gefährdungen und die gesellschaftlichen Gefährdungen. Und als letztes gebe ich einige mögliche Abhilfen für die Gefährdung zur Diskussion. Wir haben vor 5 Jahren eine Untersuchung gemacht bei ca. 500 Journalisten. Da gibt es auch einen Link zu den Untersuchungsergebnissen bei uns auf der Website. Die wichtigsten Ergebnisse waren, dass ca. 2/3 aller befragten Journalisten gesagt haben, Korruption ist tatsächlich ein Problem im Journalismus. Und Korruption bedeutet eben auch Verhinderung von Meinungsfreiheit, von Öffentlichkeitsfreiheit und damit auch von Informationsfreiheit. Es gibt verschiedene Arten von Korruption im Journalismus. Das ist einmal die strukturelle. Das heißt, im Journalismus versuchen Interessen, Vertreter wie Anzeigenkunden, wie Politiker Einfluss zu nehmen auf die Journalisten, auf deren Berichterstattung. Es ist aber auch so, dass die Verlagsleiter manchmal oder die Verlagsführer manchmal Einfluss nehmen wollen, wenn bestimmte Firmen sich beschweren, dass schlecht berichtet worden ist, dass es dann unter Umständen in einiger Kürze gute, bessere Berichterstattung gibt. Also das sind so die strukturellen, in Kürze gesagt. Aber es gibt auch die individuelle Korruption im Journalismus. Wir haben eine Veröffentlichung gemacht, Gefallen an Gefälligkeiten. Und das ist sehr verbreitet im journalistischen Bereich. Das fängt an damit, dass Unternehmen, die neue Produkte einführen, die Journalisten einladen zur Produkteinführung in Zeiten, wo es allen noch wirtschaftlich besser ging,
war das so, ging das so weit, dass zum Beispiel Neueinführungen von PKWs nicht am Firmenstandort präsentiert wurden, sondern auf den Seychellen, dass die Journalisten dann eingeladen worden sind dorthin und da also neben der Einführung des neuen Modells auch ein paar schöne Tage hatten. Die Journalisten selbst denken zu 57%, dass sie davon sich nicht beeinflussen lassen, dass sie trotzdem objektiv und wahrheitsgemäß berichten. Das ist aber ein Idealbild von sich selbst, das wir so nicht akzeptieren können. Es gibt eine interessante Untersuchung aus Amerika, die unter Ärzten gelaufen ist, die dann auch, ich weiß nicht, kennen Sie bestimmt auch Pharmaindustrie, die die Ärzte beeinflusst, durch Geschenke und so weiter. Und dort ist gesagt worden, wir lassen uns nicht beeinflussen, aber dann ist das Verhalten der Ärzte an Verschreibungen gemessen worden. Und da war ganz klar zu sehen, dass im Verhalten eben doch eine Veränderung eingetreten ist aufgrund dieser Gefälligkeiten. Die Untersuchung zeigt auch, dass die Korruptionsanfälligkeit besonders hoch ist bei privaten Medien. Das hat uns natürlich auch zu denken gegeben, aber hier scheint noch so, dass die öffentlich-rechtliche Ethik scheint noch so eine Firewall zu sein, um Korruptionseinfluss zu verhindern. Das große Problem ist, dass es bei Medienunternehmen kaum Compliance-Regeln gibt. Es gibt einen großen Verlag, der hatte bis vor kurzem jedenfalls noch einen Code of Conduct für die Journalisten, das ist der Axel Springer Verlag. Der war aber dazu gezwungen, weil es, er bis vor kurzem eine Aktiengesellschaft war, also börsennotiert, und börsennotierte Unternehmen müssen Codes of Conduct einführen. Ich bin mal gespannt, Axel Springer ist seit, glaube ich, einem halben Jahr ist von der Börse weggegangen, ob die diesen Code of Conduct jetzt zurücknehmen. Der war mit im Arbeitsvertrag der Journalisten verankert und sie mussten ihn dort unterschreiben und es gab auch Schulungen und so. Also das ist so etwas, was wir uns vorstellen, dass viele Verlage das im Grunde einführen sollten, damit die Journalisten auch genau wissen, was sie machen dürfen und wo die Grenzen sind. Es hat im Informationsverhalten eine dramatische Veränderung, eine Transformation in die digitalen Medien gegeben. Dadurch haben sich die Informationsquellen, und da komme ich gleich nochmal darauf, besonders in der jungen Bevölkerung total verändert. Durch diese Transformation von digital, von Print auf digital, sind natürlich bei vielen Printmedien die Auflagen zurückgegangen. In den letzten 10 Jahren haben zum Beispiel die regionalen Tageszeitungen über alle jetzt 30% ihrer Auflagen verloren. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Drittel der Zeitungen existieren nicht mehr. Damit sind auch die Reichweiten, also die Leserschaften, zurückgegangen. Auch problematisch, komme ich gleich dazu. Und vor allen Dingen, was für mich erschreckend ist, es hat sich ein Strukturwandel in den Nutzerschaften vollzogen. Die jungen Leute lesen nicht mehr. Die lesen keine Tageszeitungen mehr, die wir als Hauptquelle für eigentlich Watchdog-Funktionen der Medien sehen. Denn die schauen dem Staat und der Politik im regionalen Bereich am besten auf die Finger. Und die jungen Leute informieren sich nicht mehr über klassische Medien, sondern informieren sich eben mehr, wem erzähle ich das, über ihre eigenen Portale, eigene Plattformen, über ihre eigenen sogenannten sozialen Medien. Das ist hier eine der großen Quellen auch der Gefährdung, die auch im ökonomischen Bereich sich eben auswirkt. Durch den Rückgang der Auflagen gibt es weniger Vertriebs- und Werbeeinnahmen. Werbung braucht Leser und je weniger Leser ein Medium bietet oder Nutzer ein Medium bietet, umso weniger Werbekunden kriegt es. Dadurch haben die Verlage, waren sie gezwungen, enorme Sparmaßnahmen anzulegen. Sie haben Journalisten, die besonders viel Geld verdienten, also die besonders gut dann waren, auch zum Teil entlassen oder wenn sie pensioniert wurden, nicht mehr neu eingestellt. Und in vielen Regionen arbeiten heutzutage Praktikanten, Trainees, die dann aber auch quasi journalistisch tätig sind.
Das führt zu einem großen Qualitätsverlust auch. Und das bedeutet eben auch, dass die Vielfalt der Medien schwindet. Denn eine Sparmaßnahme ist auch Zusammenlegen von Regionalgruppen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das Abendblatt noch von früher kennt. Die hatten jeweils ein, zweimal in der Woche regionale Beilagen, Bergedorf, Harburg und was es alles gab, ist alles verschwunden. Es gibt jetzt nur noch eine Zentralredaktion. Die politische Redaktion des Abendblatts sitzt in Berlin und bedient sämtliche Medien, sämtliche Zeitschriften und Zeitungen der Funke Verlagsgruppe. Funke ist eben auch Eigner des Hamburger Abendblatts. Also die Vielfalt schwindet und damit verschwindet auch die Meinungsvielfalt und die Informationsvielfalt. Es wird nicht mehr investiert in Investigationen. Wenn ich sage, die Medien sind Watchdog, dann brauchen die Medien auch Freiheit zur Investigation. Investigation ist teuer. Investigation dauert. Zum Beispiel diese ganzen Fußball-League-Sachen oder was der Spiegel in Zusammenarbeit mit einem Netzwerk Recherche ermittelt hat, hat zum Teil über ein Jahr gedauert. Und das kostet eben Geld. Und das Geld ist nicht mehr da. Und das alles führt dazu, dass die Watchdog-Rolle der Medien allmählich verschwindet. Dass es im Grunde nur noch viel einheitliche Medienberichterstattung gibt. Wenn Sie mal Zeitung lesen, achten Sie mal darauf, dass Sie in vielen Artikeln unten drunter als Autorenzeile DPA, EPD finden. Das sind Agenturen, die Meldungen herausgeben und die Journalisten dann völlig unverändert einfach übernehmen, weil die Journalisten keine Zeit und nicht mehr die Unterstützung haben, darauf jetzt Recherchen starten. Als ich noch im Job war, haben wir das so gemacht, dass die DPA-Meldungen dazu geführt haben, dass wir gesagt haben, da muss man hinterhergehen, da muss man also tatsächlich gucken, was steckt dahinter, hinter dieser Meldung. Das alles verschwindet und damit eben, wie gesagt, auch die Watchdog-Rollen. Die gesellschaftliche Gefährdung, ja. Eine Gesellschaft, die sich nicht mehr auf ihre Medien verlassen kann oder die zu wenig in die Medien auch vertraut, verliert auch, sagen wir mal, die Übersicht über politische Entscheidungen. Und man vertraut den Medien nicht mehr, was dort gesagt wird. Dadurch verlieren sie eben an auch Bedeutung. Früher galt das, was in meinem Heim- und Leib- und Magenblatt stand, galt als bedeutend. Und ich konnte mich daran orientieren. Die Glaubwürdigkeit verschwindet. Und das geht so weit, das erleben wir ja seit einigen Jahren, dass die Medien als Lügenpresse nicht nur beschimpft werden, sondern dass sie eben auch körperlich angegriffen werden. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, im letzten Jahr bei einer Demonstration, bei einer Corona-Demonstration, wo natürlich auch viele Querdenker vertreten waren, ist das ZDF-Team tatsächlich körperlich angegriffen worden und die mussten also vom Platz der Aufregung fliehen und sich zurückziehen. Was kann man vielleicht dagegen machen? Die ökonomischen Zwänge der Medien sind auch in der Politik bekannt. Und auch die Politik kennt die Gefährdung, die dadurch entsteht. Deshalb gab es im letzten Jahr einen Vorschlag der Regierung, eine staatliche Subventionierung für Medien zu schaffen. Es waren zunächst 220 Millionen Euro vorgesehen, die über mehrere Jahre verteilt werden sollten. Also wir haben damals ein bisschen gelächelt darüber, denn was will man mit 20 Millionen Euro für die vielen Medien machen, wenn man sie subventionieren muss? Aber darüber hinaus ist diese Subventionierung auch nie wirklich in die realisiert worden, denn die einzelnen Parteien haben sich zerstritten. Man wusste nicht, wo soll man es ansiedeln. Also auf jeden Fall ist da im Augenblick noch nichts passiert. Aber da könnte man sich natürlich auch oder könnte man Hoffnung haben, dass das vielleicht mit der nächsten
ja, Regierung, mit welcher Koalition auch immer, dann wieder aufgenommen wird. Denn die Medien müssen subventioniert werden. Es gibt aber auch schon Ansätze für privatwirtschaftliche, ach so, und das aber nochmal zu der staatlichen Unterstützung. Wir von Transparency sind da natürlich sehr vorsichtig. Wir wissen, dass die Medien finanzielle Hilfe brauchen, aber das darf eben nicht dazu führen, dass sie unter Umständen auch Einfluss auf die Redaktionen bekommen. Wir haben deshalb dafür plädiert, dass wenn Subventionierung, dann die Subventionierung der Vertriebskanäle, also außerhalb der journalistischen Arbeit, die Vertriebskanäle zu subventionieren, denn der Vertrieb für Medien, für Abo-Zeitungen ist enorm teuer. So, die privatwirtschaftliche Unterstützung sehen wir auch sehr skeptisch. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass Google Newscase den Verlagen ja Geld bezahlt dafür, dass die Verlage einzelne Artikel dort auf Google veröffentlichen dürfen und können. Das ist ganz neu, das ist erst seit 3-4 Monaten. Wir haben jetzt ein Gespräch, wir wollen jetzt ein Gespräch mit Google führen und gucken, was bedeutet das? Wie will Google da unter Umständen, was wollen die machen? Wollen die nur zusätzlichen Traffic damit generieren oder wollen sie unter Umständen auch Inhalte manipulieren? Das ist noch nicht hundertprozentig raus. Und ein ähnliches Projekt hat auch Facebook vor. Also im Grunde sind das jetzt Versuche von den sogenannten sozialen Medien, die Presse, die alte traditionelle Presse zu unterstützen. Und dann gibt es noch den Versuch über gemeinnützigen Journalismus, also Journalismus, der nicht privatwirtschaftlich auf Gewinn hin orientiert ist, wieder den Journalismus zu beleben und Meinungsfreiheit, Meinungsvielfalt zu schaffen. Das sind so in a nutshell die Gedanken, die ich für Sie heute habe zum Thema Informationsfreiheit und Pressefreiheit als Grundvoraussetzung für Informationsfreiheit. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben und warte jetzt darauf, dass Sie Fragen stellen oder schon gestellt haben.